Ja, einen schönen guten Abend. Vielen Dank, Stefanie, dass du heute mich begleitest. Herzlich willkommen im Quest Yoga mit Johanna und Stefanie. Und ich wünsche euch eine ganz schöne Yin-Einheit für einen freien Geist, einen leichten Körper. Schließ einfach mal die Augen und spür mal nur die Atmung, wie sie eingeht. Eine kurze Atempause, bevor wieder die Ausatmung nach außen geht. So selbstverständlich, so leicht, die Atmung wahrzunehmen. Den Puls der Einatmung, die Atempause und wieder den Puls der Ausatmung wahrzunehmen. Atme ein und atme aus. Du kannst die Augen schließen oder geöffnet lassen. Gerne auch über den offenen Mund ausatmen oder die Ujjayi-Atmung, gerne über die Nase einzuatmen, über den Kehlkopf. Und wieder über den Kehlkopf, über die Nase die Ausatmung. Entscheide du selbst, wo du dich wohler fühlst, aber vergiss nicht, nach der Einatmung kurz die Atempause, bevor das der Puls der Ausatmung kommt. Mit der nächsten Einatmung nimm deine Arme hier nach oben in die Länge. Und mit der Ausatmung spüre einfach mal dich zur rechten Seite zu drehen. Mit der Einatmung zurück. Mit der Ausatmung zur linken Seite in die Rotation. Einatmen zurück. Rechte Seite. Einatmen zurück. Linke Seite. Einatmen in die Mitte. Ausatmen, Blick nach oben und wieder zurück in den Ursprung. Wir atmen ein nach oben. Die rechte Handfläche geht zwischen die Schulterblätter tief. Die linke geht auf den Ellenbogen. Jetzt richte dich erstmal aus. Die Achselhöhlen zu mir nach vorne. Deinen Blick nach vorne richten. Ich atme ein und drehe mich wieder mit der Ausatmung zur rechten Seite. Einatmen zurück. Ausatmen, linke Seite. Einatmen zurück. Ausatmen, rechte Seite. Einatmen zurück. Linke Seite. Einatmen. Öffne die Arme nach oben, öffne den Blick nach oben. Komm wieder zurück auf die Erde, ausatmen. Einatmen. Die linke Handfläche geht zwischen die Schulterblätter. Atme ein, richte dich wieder aus, Blick, Kinn, Achselhöhlen. Ausatmen auf die linke Seite, Rotation. Einatmen zurück. Ausatmen, rechte Seite. Einatmen, zurück. Linke Seite. Einatmen, zurück. Rechte Seite. Einatmen. Arme öffnen nach oben, Blick nach oben. Ausatmen. Kinn senken. Rutsch, wenn du ein Hilfsmittel hast, runter. Einfach so ein bisschen griffbereit. Streck dein linkes Bein in die Länge. In den halben Schmetterling. Spür deine Sitzbeine. Atme ein, die Arme nach oben wieder. Mit der Ausatmung dreh dich zum langen Bein. Gib mir Länge, richte den Blick nach oben, mach dich auf, mach dich lang.
und mit der Ausatmung über dein Bein hängen lassen, loslassen. Spür die Schwere des Kopfes und spüre, wie du in deine rechte Nierenkraft ein- und ausatmest. Lass gerne den linken Ellenbogen hier auf die Matte. Und dann kommst du mit deinem rechten Arm hier nach oben und die Hand geht an den Kopf. Und wir öffnen mit der Einatmung hier den Brustkorb, die Brustwirbelsäule. Dein Blick geht zum Ellenbogen. Und der Flügelschlag mit der Ausatmung hier wieder tief, ganz sanft, ganz langsam. Einatmen, öffne dich, mach dich auf. Schau zum Ellenbogen. Ausatmen, der Flügelschlag nach unten. Einatmen, mach dich auf. Und jetzt bleibe geöffnet und atme in deinem Atemrhythmus. Schieb den Ellenbogen nach hinten. Öffne deine Brustwirbelsäule und wenn du schaffst, dein Ellenbogen ist aufgesetzt von deinem linken Arm. Beide Sitzbeinhöcker hier auf der Erde, auf der Matte. Und dann kommst du langsam hier wieder tief und öffnest rechts, öffnest links nach hinten wie eine Schere und dein Blick geht zu deiner linken Hand nach hinten und lass den Kopf wieder leicht sein. Spür diese Länge, wie sie auseinanderziehen, die Hände. Spür noch mehr, wie deine Atmung in deine rechte Nierenkraft fließt. Spür, wie du immer mehr auf deiner Matte ankommst. Du klappst ganz langsam hier zusammen, deine Hände wieder. Und nimmst dein rechtes Bein über das andere drüber. Und ziehst dich noch einmal hier ran, sodass dein Bauch und Oberschenkel und Bauchnabel eng sind. Mit der nächsten Einatmung wieder diese Länge spüren in der Wirbelsäule, Blick nach oben. Und wir gehen in den Yin-Drehsitz. Wie ein Circle hier dich umarmen und dreh dich nach hinten in die Rotation. Bleib mit beiden Sitzbeinhöckern auf der Erde. Lass gerne hier den Fuß auch locker und spür, wie deine Bauchdecke und Oberschenkel sich berühren. Atme ein, gerne wieder die Atempause, wenn du bereit bist. Und dann wieder mit dem Puls der Ausatmung. Spüre deinen Körper durch diese Drehbewegungen, wie dein ganzes System in deiner Mitte, Magen-Darm-Bereich, deine Lebenskraft, deine Energie aktiviert wird. Ich atme ein und ohne, dass sich die Beine verändert, einfach nur den Körper drehen hier und leicht über die linke Schulter zu schauen. Spür, wie dein Kiefer, deine Zähne losleicht sind. Und lass dann hier nochmal deine Beine, deinen Oberkörper wieder los, dreh dich zurück
Und wir öffnen erstmal mit beiden Beinen hier diese Länge. Und wir gehen wieder in die Einatmung nach oben. Schaffe Platz und Raum und schau nach oben, öffne dich. Und dann kommst du mit deinem rechten, linken Fingerspitzen und du wanderst nach vorne. Ich gehe auf die Unterarme. Vielleicht schaffst du es, dich auch abzulegen und den Kopf wieder leicht werden zu lassen. Und du spürst deine Beininnenseite, wo der Nieren- und Lebermeridian entlang fließt. Und hinten deinen unteren Rücken, wo dein Faszien jetzt oft so stark verklebt ist durchs viele Sitzen. Und du lässt den Kopf los und leicht sein. Hier eintauchen in die Libelle. Spür Wohlbefinden in dir. Spür Dankbarkeit für diese Auszeit, für all deinen Alltag, für deine Aufgaben. Du kommst Schritt für Schritt mit deinen Händen wieder zurück. Bis du die Länge in deiner Wirbelsäule spürst. Und dann kommst du mit deinem linken Bein hier in deinen halben Schmetterling. Immer diese Gegenpole, rechte und linke Seite. Und ich atme ein, die Arme wieder in die Länge, den Blick nach oben. Und mit der Ausatmung dreh dich zu deinem Bein. Einatmen, Länge. Und ausatmen, hier nach unten wieder loslassen. Die Leichtigkeit im Kopf, in deinen Gedanken. Und wenn du schaffst, setze wieder hier deinen rechten Ellenbogen auf. Nur wenn du es schaffst, vielleicht ist er ein bisschen oben, einfach ausprobieren. Und wir nehmen mit der nächsten Einatmung deinen linken Arm wieder die Hand zu deinem Kopf. Und wir machen uns auf mit der Einatmung. Lass hier den Ellenbogen nach oben. Und ganz langsam diesen Flügelschlag wieder schließen. Mit der Einatmung öffne dich. Mit der Ausatmung diesen Flügelschlag. Einatmen, öffne dich. Ausatmen, wieder dieser Flügelschlag. Und dann öffnest du dich noch einmal und bleibst geöffnet. Halte hier ein paar Atemzüge. Schau zu deinem Ellenbogen nach oben. Und achte auf deinen rechten Ellenbogen. Er zieht tief. Und dann gehen wir mit unserem linken Arm hier nach vorne.
vorne, der rechte geht nach hinten und diese Hände, zieh sie auseinander wieder und der Blick geht zur rechten Hand und lass den Oberkörper, den Kopf leicht sein und nach unten einfach hängen lassen. Atme in die Körperrückseite, in deinen unteren Rücken, in die linke Nierenkraft. Bleibe noch 2, 3 Atemzüge hier. Und komm dann wieder zusammen mit deinen Händen und nimm deinen linken Fußbein, stelle es über das andere Bein drüber. In den Yin-Drehsitz. Einatmen, Länge. Ausatmen, umarm dich und dreh dich auf. Und spüre, wie dein Oberkörper am Oberschenkel ist. Wie du wieder deine Mitte aktivierst, deinen Magen-Darm-Bereich, deine Lebenskraft, die rund um deinen Bauchnabel steckt. Wir drehen, ohne dass wir die Beine verändern, uns einfach hier aus. Du drehst zurück, löst die Beine wieder auf und wir kommen in den ganzen sitzenden Schmetterling, sodass du nochmal dich als eine Einheit hier spürst. Mit der Einatmung wieder die Arme hier in die Länge. Schau nach oben, zieh dich lang. Und mit der Ausatmung nach vorne fallen lassen. Den Kopf, den Blick tief und einfach loslassen. Du kannst die Hände aufsetzen, so wie ich, oder gerne schließen, so wie die Stefanie. Und jetzt spüre, wie du immer mehr auch deine Körperrückseite, dein Herz nach hinten auch zu leuchten beginnt. So diese Wärme, diese Helligkeit sich mit der Atmung immer mehr über deine Körperrückseite ausbreitet. Spür leichte Schultern, leichten Kopf, immer wieder hier, immer mehr ins Loslassen zu kommen. Yin heißt
loslassen. Yin, der Mond, die weibliche Kraft. Komm langsam wieder zurück hier. Ganz langsam. Wir gehen auf die Matte. Komm zurück in die Mitte. Genau. Schau, ob du nach hinten Platz hast. Und ich atme ein, nochmal in die Länge. Und mit der Ausatmung rollst du dich Wirbel für Wirbel ganz langsam nach hinten ab und nimmst gerne die Beine mit nach oben. Ziehst sie ran, legst den Kopf ab und spürst jetzt erstmal hier nochmal dieses Bewegen in deiner Wirbelsäule. Spür dich, fühl dich. Wir gehen mit den Füßen hüftbreit aufgestellt ins halbe Rad zum Ausgleich, um die Hüften nochmal hier zu öffnen. Schieb dich mit deinem Becken nach oben und komm gerne in die Räuberleiter, sodass du dein Kinn aufs Brustbein ziehst, sodass die Fußsohlen fest auf der Erde sind und dass du dich nochmal so richtig nach oben schiebst. Und du atmest ein und aus. Geh an deine Grenze, was sich für dich gut anfühlt, und bleibe hier. Löse wieder deine Hände und roll dich Wirbel für Wirbel nach unten ab. Nimm dein rechtes Bein aufgestellt, dein linkes Bein umkreuzt. Wer möchte, kann auch hinter der Wade noch kreuzen, wer nicht, bleib so. Und wir lassen jetzt die Beine hier auf die linke Seite fallen. Und deine beiden Arme öffnen sich, die Handflächen nach oben geöffnet. Und dein Blick geht weg von beiden Beinen in einen Twist, so ganz verknotet oder halb verknotet mit deinen Beinen. Lass dich hier einsinken. Genieße dich hier selbst, auch nochmal diese Erde unter dir zu spüren.
Löse wieder auf, komm zurück in die Mitte, löse den Knoten auf, stell die Beine auf. Nimm deine Arme auch wieder zusammen hier auf deinen Bauch und lass die Füße wie so ein Scheibenwischer die Beine hier von rechts nach links einfach fallen, sodass wir das Ausgleichen neu spüren. Und dann stellst du dein linkes Bein auf und dein rechtes Bein verknotet sich, so wie es sich für dich gut anfühlt. Und wir lassen es hier auf die rechte Seite fallen. Und dein Blick geht wieder auf, weg von den Beinen. Und du spürst hier wieder diese Erdung und auch nochmal diese Dankbarkeit für die Auszeit, für deinen Alltag, für deine Aufgaben. Wir bleiben noch 2, 3 Atemzüge, dann löst du diesen Knoten wieder auf und kommst in die Mitte zurück. Ganz langsam, ganz leicht. Und dann ziehst du deine Beine einfach ran. Du kannst sie auch mal strecken nach oben, in die Länge, wieder ranziehen, deinen Kopf heben, dich umarmen. Und wir schaukeln uns dann nach oben und treffen uns im Vierfüßlerstand. Hannenschulter ist eine Linie, hüftbreit geöffnet, mit der Einatmung in die Länge. Mit der Ausatmung werde wieder ganz rund. Einatmen in die Länge. Und ausatmen, werde wieder ganz rund. Einatmen in die Länge. Und ausatmen, neutral in die Stellung des Kindes. Nach hinten dich setzen. Lange Arme, erde die Stirn.
Komm in den herabschauenden Hund. Mach komplett die Körperrückseite auf. Spür nur mal dieses Ausdehnen. Schieb die Fersen in die Erde. Schieb deine Handflächen in die Erde, in die Matte. Schau nach vorne, stell deinen linken Fuß zwischen die Hände und Erde deinen rechten Fuß und bleibe hier, sodass dein Fuß in der Mitte bleibt, deiner Hände. Und einfach du die Öffnung deines Hüftbeuges hier nun mal wahrnimmst. Wo unser ganzer Stress drin steckt. Du kannst gerne ein bisschen erhöhen, sodass du auf die Fingerkuppen hier gehst. Und ein- und ausatmest, immer diesen Puls der Einatmung und den Puls der Ausatmung wieder spiegelst und dir bewusst wahrnimmst und es zulässt, diese Atmung, diese selbstständige Atmung. Wir bleiben noch, versuch auszuharren. Du kannst jederzeit auch wieder auf deine Hand nach unten gehen, wie es für dich angenehmer ist, für deine Finger. Mit der nächsten Einatmung stell den Fuß hinten wieder auf. Ausatmen, herabschauender Hund. Zentriere dich nun mal, öffne nun mal komplett die Körperrückseite. Dehn dich aus. Kinn aufs Brustbein. Steig mit deinem rechten Bein zwischen deine Hände. Erde dein linkes Knie. Bleibe hier und komm gerne wieder auf die Erhöhung, die Fingerkuppen oder auf der Hand bleiben. Schau mal, was dir gut tut. Und spür auch hier die Öffnung deiner Hüfte, deiner Leiste. Rechts und links, unser Stress steckt in der Hüfte. Vom vielen Sitzen auch an verkürzten Hüftbeuge. Bleib noch. Hinten links auf den Fußballen, steig nochmal in den herabschauenden Hund zurück. Atme hier wieder ein und nimm den Puls der Ausatmung bewusst wahr. Gerne über den offenen Mund dieses Ha.
Erde die Knie und komme den kleinen Frosch die Knie außen, große Zehen und komm hier gerne ein Kissen und leg die Stirn drauf. Spür, wie du die Pobacken Richtung Fersen ziehst. Vielleicht möchtest du auch die Stirn ganz ablegen, ist auch in Ordnung. Langsam wieder nach oben zurück mit deinen Händen und setz dich noch einmal über die Seite ab mit den Beinen nach vorne so hüftbreit und wir atmen noch einmal über oben ein, richte dich nur mehr auf, Länge nur mehr spüren. Und lass dich nun mal ganz über deine Beine fallen, Kopf hängen lassen, alles loslassen. Komm langsam wieder nach oben zurück und komm in einen Schneider-Lotus-Sitz. So wie im Ursprung, wie am Anfang, aber ohne Hilfsmittel. Versuch nur mal geerdet zu bleiben, hier mit deinem Pobacken. Deine linke Hand setzt du auf und mit der rechten gehst du mit der Einatmung nur in die seitliche Flanke. Du kannst jederzeit hier den linken Ellenbogen auf die Erde wieder setzen. Zieh dich lang. Und komm wieder zurück, einatmen. Wir wechseln die Seite, ausatmen. Gerne auch hier den rechten Ellenbogen. Zieh dich lang. Einatmen zurück, ausatmen. Und jetzt nimm beide Hände hier nochmal an deinen Kopf. Ich atme ein, richte mich nochmal auf, die Arme nach hinten, den Brustkorb nach vorne schieben, das Herz nach vorne auch nochmal leuchten zu lassen. Und mit der Ausatmung einen kleinen Flügelschlag des Schmetterlings dich ganz klein zusammenzurollen. Einatmen, öffne den Flügelschlag, Blick zu mir. Lass dein Herz nach vorne leuchten, diese Helligkeit. Und mit der Ausatmung auch nur mehr nach hinten verbreiten. Einatmen, nur mehr öffnen. Schau zu mir. Und wir lösen über die Seite, ausatmen. Wir legen unsere rechte Hand auf deinen Schädel und du ziehst den Kopf zur rechten Seite und dehnst deinen linken Hals, linken Schulterbereich.
ohne Druck. Löse die Hand, löse den Arm, löse den Kopf. Deine linke Hand geht ganz ohne Druck, ganz leicht auf den Kopf und du ziehst den Kopf zur linken Seite und spürst nur, wie es gut tut, rechts zu dehnen. Löse wieder langsam zurück. Leg deine Hände hier auf deinen Brustkorb. Spür Energie, Helligkeit, diese Leuchtkraft. Aus deiner Brustmitte dieses Strahlen, das du gerade in dir trägst. In dieses Strahlen deines Körpers, deines Geistes, mit in deinen Atem. Und natürlich dieses Wohlbefinden, das du in dir trägst. Dankbarkeit für die Auszeit, für deinen Alltag und für deine Aufgaben. Danke, Stefanie, dass du mich begleitet hast. Namaste.